Herzlich willkommen bei TV of the Lost in einer Special-Folge Jared Dirch geht fremd. Ich bin hier gerade in Bremen, im beschaulichen Bundesland Bremen, wer hätte das gedacht? Und mit Blutengel unterwegs. Ich betrüge meine heißgeliebten Lollis mit Blutengel, die mich für 4 Dates gefragt haben, ob ich ihren großartigen Keyboarder Konrad, ob ich da nicht einspringen kann. Und ich wäre ja nicht Jared Dirch, wenn ich das nicht machen würde. Einfach mal so. Wer kann, der kann. Und wir schauen uns das jetzt mal da drin an. Schauen wir mal, wie wir das so finden, ne? Dildo-Selfies höre ich hier gerade. Es gibt Dildo-Selfies jetzt. Von wem? Von Uli? Sie darf es. Hallo Uli. Mir immer welche. Sie schickt mir immer Dildo-Selfies. Immer schickt sie mir Dildo-Selfies. Schicke doch auch mal ein. Ja, aber was gibt es denn da? Du hast doch so ein schönes Sortiment. Ja, aber... Schön die Grinsebacke. Grins mal. Die Ähnlichkeit ist mal blöd. Runde Whirlpool? Nee. Baby? Ja, komm schon. Nee. Nicht mehr heute. Ja. Hallo, wer bist du denn? Das ist deine Kamera und ich bin Jared Dirch und du bist. Gegen den Stein zu knallen. So, ihr kennt mich wahrscheinlich unter dem Namen Disco. Oh, passt dies? Ist da noch was? Nee, ich hoffe doch. Ja, dann nehme ich doch noch einen. Oh, hier. Ich doch auch noch. Bei Blutengel? Muss man mal sagen, bei Blutengel gibt es nur den feinsten Fusel. Fusel habe ich beinahe gesagt. Tropfen. Du bist raus? Mega geil. Herr Pohl, wie ist es so kurz vor der Show mit einem Jared Dirch? Sie war mir nicht bewusst, dass es so anstrengend werden würde, aber jetzt ist es auch zu spät. Machen wir das Beste draus. Da ist man gerade mal am zweiten Tag mit auf der Straße und kriegt gleich eine Liebeserklärung vom Pohl. Ist das nicht süß? Du klingst scheiße. Sowieso, immer. Ich werde mir natürlich während der Show alles aufschreiben. Also ich habe den Soundcheck schon, ich glaube, 17 Mal verspielt oder so. Es kann eigentlich nur schlechter werden. Mitgezählt? Auf jeden. Ja, es waren 15, ich habe gelogen. Ich wollte nämlich übertreiben manchmal ein bisschen. 15 Mal habe ich, glaube ich, verspielt. Okay. Bei 2 Liedern. Cool. Aber, hey. Guter Schnitt. Ja, das ist so die Bühne, mit der wir hier Probleme haben, wenn Sie sich die mal angucken könnten. Warum liegt der Molter noch am Boden? Tja, warum hast du eine Maske auf? Blas mir doch halt ein. Okay. Mir ist langweilig. Stefan, hast du noch mal eine Runde Speed für mich? Du bist so müde. Oh, geil. Danke, Mann. Ich kenne mich aus Filmen wie, wenn der Postbote dreimal schüttelt. Ah, hallo Chris. Hallo Tom. Moin. Du brauchst noch ein bisschen Schwarz am Hals. Echt? Ja. Kriegst du gleich schon alles. Ihr seid doch hier. Ich weiß, mit der schwarzen Farbe machen mittlerweile auch alle. Genau. Erst Lord of the Lost, dann Comic-Cry und jetzt Blutengel. Doch, erst Comic-Cry, aber macht ja nichts. Copyright. Steh ein bisschen auf dein Schuhwerk. Trägst du das auch auf der Bühne? Ja, manchmal. Tom Stöber, Ladies and Gentlemen. Ins Auge. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Cisco, weißt du noch? Löwensaal, Eisbrecher vor 2 Jahren. Ja, ich erinnere mich. Fand sie geil. Ich erinnere mich an diese wunderschöne Optik und ich dachte, ich spiele hier gerade im Einkaufszentrum. So sah das nämlich irgendwie ein bisschen aus. Hat was von der Mall, ne? Hat was von der Mall. Aber geil. Siegfried in Roll. Ah, schön. Da bleibt kein Auge trocken, würde ich sagen. Und er grinst so verschmitzt dabei. Ihr seid so süß. Nein, wir sind nicht süß, wir sind unzertrennlich. Ja. Oh. Mein Gott. Gerhard, wie lange ist das her? 3 Jahre. Muss man mal so sagen. Jetzt sind wir schon wieder hier. Unfassbar. Wir kommen auch nicht weiter, ne? Nee. Schicksal einer jeden Gossip-Band. Ja. Wir kommen einfach nicht weiter. Wir werden einfach nicht reich. Das sowieso nicht. Das wussten wir aber auch vorher, wa? Hallo. Hallo Frau. Guten Tag, hallo. Hallo Frau. Hallo Frau! Hey Mann! Tag Mann! Eier! Ja Mann, geil, die Stones.
genau. Nein, das Subkonzept heißt TV of the Lost, Jared Dirge geht fremd. Du Scheiße, traurig hier, ey. Du weinst Schwärmer. Wer kann, der kann. Du mieser Typ, ey. Echt, ey, Mann. Ich hab auch geblutet. Guck, oh, guck. Geil. Aber nur ein bisschen. Hab ich noch was am Gesicht? Nee. Nee. Hast du recht. Er lenkt davon ab, dass ich eigentlich den Nudelvergleich jetzt zum Whirlpool machen wollte. Der Blut ist gerade viel interessanter. Ist auf jeden Fall. Das passt ja auch besser zu uns als Nudelvergleich. Nein, ich weiß nicht. Das ist ja Blutengel und nicht Nudelengel. Nein. Kriegst du dir selber was? Natürlich. Da sind Leute irgendwo. Wink mal. So, zum letzten Mal. Es war mir ein Vergnügen. Hier, da sind auch noch zwei. Ja. Es hat mich sehr gefreut. Und uns erst. Darauf stoßen wir an. Zum 10. Mal. Das war schön. Das war schön. Das war wirklich sehr schön. Disco, auf die alten Tage. Auf die alten Tage. Schön. Die alten Tage. Die Friss- oder Stirbtage. Fühlst du das eigentlich für deine Enkelkinder später? Ja. Du sagen genau. Die Enkelkinder, die ich nicht... Ich war Rockstar, hier ist der Beweis. Die Enkelkinder, die ich nie hatte. Die ich nie haben werde, richtig. Die ich nie haben wollte. So sieht's aus. So, Schluss jetzt. Reicht jetzt auch, ne? Tschüss. Warum hast du eine Maske auf? Ein Teil meiner Aussage könnte dich verunsichern. Oh mein Gott!